Ich wollte ein Schläfchen machen. Nicht? Ich kann jetzt kein Schläfchen machen. Okay. Dann ab in die U-Bahn. Und jetzt fahren wir doch noch. Fahren wir doch noch zum U-Bahn-Chef. Ich hab's euch gesagt. Aber die Tür da ist ja noch zu. Das ist noch nicht alles, ne? Irgendwas müssen wir noch machen. Oder noch weiter? Kamen wir nicht von hier? Ach klar, die Batterie. Hab ich vergessen. Neko Corporation. Das hat so richtige Portal-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie hat das so Portal-Vibes. Ach, geil. Ich habe mir Portal auch mal wieder geholt. 1 und 2. 1 habe ich noch nie gespielt. Muss ich unbedingt beide durchzocken. Also Teil 2 habe ich natürlich damals durchgezockt. Aber Teil 1 nicht. Und deswegen muss ich unbedingt Portal 1 und 2 nochmal durchspielen. Wenn ihr Bock habt, dass ich Portal 1 und 2 als Let's Play mache, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann folgt das nach Stray. Erst Portal 1 und danach Portal 2. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, ich mach's eh. Egal, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es euch angucken würdet. So. Es leuchtet. U-Bahn benutzen. Gegenstand, Schlüssel. Okay, ich bin jetzt echt gespannt. Hab ich es jetzt gepackt? Nee, ne? Passiert doch jetzt irgendwas. Geht doch jetzt irgendwas schief. Erzählt mir doch nichts, Leute. Ich bin echt gespannt. Ich spiele jetzt schon fast 2 Stunden. Oder spiele ich 2 Stunden oder spiele ich 1,5? Ich spiele 1,5, oder? Ich glaube, ich spiele 1,5. Können wir gleich mal gucken. Okay. Kontrollraum. Oh, ich wusste, wir kommen noch nicht nach draußen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber ey, ich will gucken, wo wir hinfahren. Oh, ich darf nicht. Nicht scheiße. Nein, warum den Kontrollraum? Oh, hier geht's nicht weiter. Oh, oh Gott. Hi du, aber der sieht voll gut aus. Wisst ihr, was ich meine? Gehilfe 477. Hallo, wie kann ich dir helfen? Okay, putzt hier nur. Hier sieht alles irgendwie so sauber aus. Wisst ihr, was ich meine? Kann ich auch nichts holen. Okay, wir werden, glaube ich, eh nie mehr zurückkommen. In das Anfangsdorf. Alter, hier ist alles crispy clean, als wäre es noch belebt. Wisst ihr, was ich meine? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit deiner frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, das ist jetzt doof. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt überall Tatzen hinmachen, wo wir langlaufen. Schade, okay. Das wäre ein nice kleines Gimmick gewesen. Aber okay. Hier kann ich alles haben. Alter, hier sieht alles richtig gut und modern und hochwertig aus. City sealed. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hier geht's also nach draußen. Ich bin so auf das Ende von dem Spiel gespannt, ne? Und auf den Blick hier raus. Okay, da haben wir die Stadt hinter uns gelassen. Und hier ist jetzt quasi Endstation. Oh mein Gott, oh Gott. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fensterputzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten. Ja, okay. Von hier hat man wirklich Blick über alles. Das ist quasi diese riesige Stadt, die sie hier errichtet haben, umgeben von Mauern. Das ist alles schon echt sehr, sehr cool. Aber wo geht's zum Kontrollraum? Hat mir mit dir schon gesprochen?
Warte, wie kann ich helfen? Ja. Aber kannst du mir nicht helfen? Wo ist denn der Kontrollraum? Hier? Ah ja, Control Room. Inspizieren. Kann er nicht hacken. Der Kontrollraum ist eine durch Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Das besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Sag weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Da ist Dreieck. Da komme ich nicht ran. Ah. So ein Ding ist das wieder. Komm mal mit. Müsste mal eben hier an den Apparat. Ach, dieser Boden hier, wie sauber das alles ist. Ja, mein Gott, der weiß ja ganz genau was. Ich kann es trotzdem nicht öffnen. Aber warum nicht? Was können wir? Sachen kaputt machen können wir. Hat nicht geklappt, wa? Aber warum nicht? Ah, weil ich dumm bin. Oh, ich dachte schon, hä? Das hat geklappt. Sehr gut. Und nu? Geht die andere Tür. Ah, alles klar. Okay, ich bin echt so gespannt, ne? Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Also hat es doch noch welche gegeben, die draußen waren? Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Wir haben aber erst 62%. Da kamen wir her. Hier haben wir nochmal einen Blick. Boah. Boah. Das ist quasi die Decke. Mit künstlichen Sternen. Das heißt, wir waren immer einfach eingeschlossen. Aber gut, was will man auch machen, ne, wenn die Apokalypse droht? Wenn die Welt untergeht. Es ist ja eigentlich smart, sowas zu errichten. Sollen wir überall drüber laufen? Inspizieren. Das ist der Hauptcomputer. Versuchen wir mal, den zu knacken. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Okay, ich mach die Computer an. Hier vielleicht schon was anmachen? Ne? Was soll ich anmachen? Hier vielleicht? Ne? Was soll ich denn die anmachen? Ah. Indem ich überall einmal drüber laufe. I get it. Und wenn ich nochmal drüber laufe, geht's wieder aus. Da brauche ich nicht drüber laufen. Hatten wir hier alle? Nee, einer fehlt. So, die sind schon an, habe ich vorhin schon drüber gelaufen. Den hier noch.
Müssten sie alle gewesen sein, ne? Ja. Hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Oh, ich bin so gespannt. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Roof Control Station. System is locked. Das ist eine Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen, aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Ah, jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Okay. Noch ein paar Sachen kaputt. Mach ich denn kaputt? Hier. Soll ich kaputt machen? Ah, vielleicht oben drüber? Nee. Was soll ich denn kaputt machen? Hm. Ja. Das kann ich, gar kein Problem. So. Zack, 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 zack. Das haben wir. Es gibt allerdings drei. Von hier irgendwo hin. Ja. Das bringt uns nichts, wa? Hier ist aber doch. Hier ist doch was. Ah. Ach so. So, haben wir das hier auch kaputt und dann noch hier hinten den. Wie machen wir den kaputt? Einfach so. Das ist ja immer viel einfacher, als ich denke. Ich denke immer viel zu kompliziert. Das ist mir schon aufgefallen. Ich denke immer viel zu komplex. Manchmal ist es doch viel einfacher, als man denkt. So. Muss geklappt haben, oder? Da muss ich noch mehr kaputt machen. System ist locked. Ne, jetzt sind sie alle kaputt, ne? Muss ich jetzt nochmal hochhüpfen, dass du da dran hacken? Ah, okay. Muss jetzt alle drei noch hacken. Oh nein. Pass auf, kleiner Mann. Das ist der Moment, worauf ich erwartet habe. Ja. Zwei haben wir. Oh nein. Oh nein. Das gefällt mir gar nicht. Oh nein. Wir müssen weitermachen. Ja. Dabei. Hacken bitte. Oh Gott. Oh nein, er darf jetzt nicht kaputt gehen. Das hoffe ich, Junge. Das hoffe ich, dass du dich wieder aufladen kannst, sobald wir es gehackt haben. Nicht, dass der uns jetzt stirbt.